So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir wollen heute den Community Raid machen mit Kapu Kime. Fällt euch aber was auf? Kapu Kime. Ich hab die falsche Kappe auf, das ist euch aber wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Wenn ich nämlich Tastings mache oder Bier oder Essen oder sonst was, habe ich immer die Bier-Power-Kappe auf von Naturin. Naja, wenn ich halt Pokémon-Sachen mache, da habe ich eigentlich immer hier das schwarze Pikachu-Cappy auf, aber irgendwie ist da gerade Gesundheit. Was ist denn das? Was wird man da schon wieder so rüde unterbrochen? Du hältst es jetzt mal fest, da hast du was zu spielen. Und ich schnapp meinen Sack und wir gehen kurz in die Stadt, holen ein Paket ab. Ich mache die Mütze zu. Hoffentlich habe ich auch das Auto zugemacht. Und dann machen wir die Kapu Kime Community Raid heute frisch am Donnerstag direkt beim Erscheinen. Morgen Kapu Mega Simsala Bimali. Mega Simsala. Morgen, genau, Freitag, das ist so der Upload und dann. Also auf jeden Fall wieder einiges zu tun, das wird auf jeden Fall genial. Hui! Hui! Kennt ihr diese elektrischen Wegen, die von alleine fahren? Ihr müsst immer nur hinterherlaufen. Jetzt habe ich auch schon Jonas erstes Halloween-Kostüm gefunden. Er geht einfach als gelber Sack. Nein, das ist ein Regen-Overall von, keine Ahnung, hier ist ein Elefant drauf. Was sagt ihr zu der Farbe? Genial, ihr wisst, ich mag gelb. Der strahlt, der wäre perfekt. So, wir laufen jetzt mal zur Arena, um euch einfach ganz kurz die Arena zu zeigen vor Ort. Wie die aussieht. Wir brauchen eine Bank im Schatten. Hier seht ihr Gänse, Enten. Entengänse, guck mal, wie groß sie ist. Sieht die nicht gemütlich aus? Hallo! Die auch auf dem Weg, die steht auf, aber es geht um die Arena und die Arena ist hier vorne das. Das war damals auch eine X-Ray Arena, beziehungsweise ist es immer noch. Da wurde ich sogar mal eingeladen von den Themaranern nach Meiningen zum X-Ray in Meiningen. Das ist die Mutter-Kind-Arena und hier findet jetzt der Community Raid statt. So, wie findet ihr das? Schön. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir laufen wieder zurück. Suchen die Bank mit Pupsi drin und dran. Nochmal vorbei an den Gänsen. Gänse. Gänsefleisch, einen Kofferraum aufmachen. Das ist so ein Witz, der funktioniert nur in Sachsen. Gänsefleisch, einen Kofferraum aufmachen. Gänsefleisch, ne? Können Sie vielleicht? Gänsefleisch, ein Kofferraum, was? Das versteht ihr eh wieder nicht. So, ich habe euch jetzt hier im Kinderwagen befestigt. Huch, genau. Jetzt gehe ich mal auf die Arena. Da war irgendein Bild drauf. So, jetzt gehe ich auf die Arena. Werf den Pass ein. Pupsi geht auch rein. Jonas ist auch schon drin. Der Samyang Bulder geht rein. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wen wir überhaupt alles einladen sollen. So, die erstmal so. Henry Netghost müssen da noch extra. Beim Samyang lade ich nichts ein. Ich habe den Raid wieder in der Raid-Gruppe gepostet. Habe ich wieder hier ein Bild dazu. Mutter-Kind-Statue mit den Koordinaten, mit der Zeit 11.30 Uhr. Wenn du bis runter fährst, siehst du, wer sich alles eingetragen hat. Matze Nordland, Netghost, ab ins Tierheim. Pokehunter, Creeper, Henry, Niki. Pizza, wenn Platz ist, steht dort. Dann guck mal kurz, wann wir einladen können, noch die zwei restlichen, weil ich habe ja 7 Leute zum Einladen. 5 habe ich jetzt schon eingeladen. 2 muss ich noch einladen. Jetzt steht dort hier 15. Das sind doch schon wieder hier Fremde am Start. Also so richtig Fremde, nicht nur irgendwelche Fremden. Mal gucken, ob Henry und Netghost noch reinkommen. Jetzt gehe ich aber kurz noch mal hier hin. Im Community-Tab poste ich ja immer die Liste, die Übersicht, die Konter. Das ist jetzt die Kapu Kime Übersicht. Das Ding ist Fee und Wasser. Ihr nehmt also am besten Pflanzen, also gegen Wasser, Elektro gegen Wasser oder eben Gift gegen Fee. Ihr seht ja die Pokémon, die es euch auflistet. Wichtig ist noch, 1632 wäre der 100er Wert normal, 2041 wäre der 100er mit Wetterbrust. Wir nennen, was habe ich denn überhaupt? Ich habe Katagami, hätte ich, ja. Zekrom hätte ich. Zarude müsste ich mir mal hochziehen. Gewaldro, Mega Gewaldro müsste ich auch haben. Ich habe aber jetzt nichts entwickelt. Bei mir nimmt es hier Gengar, Zekrom, Luxtra, Bibor, Zekrom und Koronika, genau, weil ich nicht auf den Magnetzone-Namen gekommen bin. So, wer ist jetzt hier drin? 17 Leute, wen kenne ich denn oder wen kenne ich nicht?
Gibt es überhaupt ein Fucksgiven? Ne, kenne ich bestimmt. Ungeheuer irgendwas stand da noch. Kenne ich nicht, glaube ich. Wir hauen jetzt mal drauf, das Gengar ist drin, wegen natürlich Giftattacken. Das hat ja Matschbombe bei mir hier drin. Es ist auch ein Krypto-Gengar. Ich versuche auf dem Habanero-Account sowieso eher auf Krypto-Angreifer zu setzen. Das Luxtra ist zum Beispiel auch ein Krypto-Luxtra, weil das ein starkes Elektro-Pokémon sein soll. Ich habe Elektro-Angreifer sowieso nicht so am Start. Ich habe jetzt hier das eine Zekrom drin, okay. Da habe ich das beste Zekrom, was ich hatte, mit 96 GV und 15 Angriff, dann auf Level 40 gepusht. Momentan bin ich dabei, alle Sonderbonbons wieder in Zarude zu stecken. Wenn jetzt ein gutes Dianzi rauskommen würde aus der Forschung, dann würde ich das vielleicht auch mal pushen auf Level 40. Habe aber ja durch die wenigen Raids, da ich aber nur die freien Pässe machen kann, nicht so viele Sonderbonbons und muss die immer sparsam einsetzen und bewusst irgendwo dann reinzimmern. Ihr habt Spaß dort, ja? Geht es mit einer Hand? Das sieht sehr gut aus. Hättest du auch einfach hinlegen können. Hättest das Baby schaukeln können in der Gegend rum. Das kämpft doch eh von allein. Wir sind doch eh genug. Jetzt drück mal hier mal durch. 2041 war der 100er Wert. Hier ungehorsam for all stande da drauf. Den kenne ich nicht. Das was war der 100er? Sagt mir nichts. Es ist Wetterboost, also 2041. Was hast du? 2031. 2031 hast du. Ungehorsam for all. Edit man den? Edit man den nicht? Ich weiß nicht, wer es ist. Komm, ich edne mal, wer auch immer das ist. Ist das einer von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Ding kann auch shiny sein. Ist nicht shiny. Man hat 1958. Das heißt, das ist wieder das schlechteste von allen. Der hier hat 2010. Sie hat hier 2031. Der hat 1958. Hat einen Waldhintergrund. Kann man so machen. Ja, hier sind halt auch ein paar Bäume. Also das erinnert mich trotzdem eher an Park und nicht an Wald. Also das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht gibt es kein richtiges Parkbiom. Vielleicht ist alles, was Park ist, automatisch auch Waldbiom. So, das sieht so aus, wie wo der Natururin dann immer wandern geht und sich dann immer hinlegt und seinen Kopf in irgendeinen Bach reintunkt. Ansonsten, Pupsi macht gerade Wettrennen mit Jonas irgendwie so. Nur, dass Jonas immer gleichzeitig durchs Ziel kommt, weil er einfach auf ihr drauf sitzt. Ansonsten versuche ich mich zu konzentrieren, das Ding zu fangen, im dritten Ball. Wir bewerten es mal kurz, das ist ein Pokédex-Eintrag. Puh, für das Thumbnail muss man auch immer noch irgendeinen Quatsch machen. Dann hat es 2 Sterne mit 10, 12, 11, also wirklich das fast schlechteste. Meinen anderen Raid-Pass habe ich heute für Lucario schon verbraucht. Morgen würde ich gucken, also wie gesagt, ein Mega-Simsala-Raid zu machen und dann weiß ich nicht. 2 Simsala-Raids für Mega-Energie, dass man das öfters mal Mega entwickeln kann, jeden Tag das Stufe 3 erreicht oder bei Kabukima auf Shiny-Jagd gehen. Ich habe jeden Tag 2 Pässe. Was mache ich mit den 2 Pässen? Was macht ihr mit euren 2 Pässen jetzt jeden Tag? Raidet ihr das Mega? Raidet ihr das Legendäre? Raidet ihr was ganz anderes? Schreibt es mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Wie eine Bekloppte. Euer Ramses. Ciao.